Linke. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir müssen in dieser Woche zwei Fragen beantworten. Erstens, was sind die wirklichen Probleme der Menschen in unserem Land? Und zweitens, bietet die Regierung mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf die richtigen Lösungen an? Und die zweite Frage muss ich leider mit Nein beantworten, meine Damen und Herren. Die Probleme sind doch offensichtlich. Es geht den Menschen um Arbeit und Renten, von denen man leben kann, um Wohnungen, die bezahlbar sind, Schulen, in denen ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer das neueste Wissen vermitteln, und Krankenhäuser und Pflegeheime, in denen nicht auf die Rendite geschaut wird, sondern auf die Probleme der Patienten und der Beschäftigten. Und alle diese Themen haben etwas mit Sicherheit zu tun. Denn viele Menschen sind verunsichert, weil diese Regierung die falschen Themen beantwortet und auf die wichtigen Themen die falschen Fragen gibt. Beste Beispiele haben wir ja gerade gehört. Der Finanzminister hat noch einmal betont, wie notwendig es wäre, die Bundeswehr mehr auszustatten, wir sagen aufzurüsten. Und wir wissen doch alle, mehr Aufrüstung stärkt nicht die Sicherheit, sondern vermindert die Sicherheit in unserem Land. Und das wollen wir nicht. Mit diesem Haushalt gibt es ein beispielloses Plus bei der Beschaffung von Waffen. 3 Milliarden Euro mehr, ein Plus von 25%. Das ist so absurd wie falsch. Das lehnen wir ab. Und darüber, meine Damen und Herren, freuen sich vor allen Dingen Trump und es freut sich die Rüstungsindustrie. Sie wissen aber auch alle, dass mit mehr Rüstung die Welt nicht sicherer wird und auch Fluchtursachen nicht beseitigt werden. Und ich finde, darüber müssen Sie nachdenken. Und eins will ich in aller Deutlichkeit sagen für meine Fraktion und meine Partei. Das Gerede über einen Bundeswehreinsatz in Syrien, das wir seit einigen Tagen erleben, das ist der Gipfel der Verantwortungslosigkeit. Die Linke sagt eindeutig, keine weitere Kriegsbeteiligung der Bundeswehr. Wir, die Linke, wollen statt in Waffen in Schulen, Krankenhäuser, Wohnungen, Busse und Bahnen investieren. Doch was tut die Bundesregierung? Entgegen den Behauptungen von Finanzminister Scholz senkt sie die zivilen Investitionen in diesem Jahr sogar ab und will dann mittelfristig die Investitionen in unsere Zukunft einfrieren. Meine Damen und Herren, das ist in Anbetracht von kaputten Brücken, absackenden Autobahnen, sanierungsbedürftigen Schulen und Krankenhäusern eine geradezu irrwitzige Vorstellung. Sie setzen mit dieser Sparpolitik die Zukunft unserer Kinder aufs Spiel und der Enkel natürlich auch. Und wir können und müssen mehr investieren. Wir könnten viel mehr investieren, wenn in unserem Land endlich ein gerechtes Steuersystem eingeführt würde. Doch mit diesem Haushalt sind weder eine Vermögens- noch eine Finanztransaktionssteuer eingepreist, und das wird schon seit langem angekündigt. Apropos Ankündigung. Die SPD hat sich ja jetzt auf Ankündigungen spezialisiert. Herr Scholz hat einen Rentenvorschlag gemacht, der vom ersten Herbstregen weggewaschen wurde. Frau Nahles hat jetzt die Mietenerhöhung völlig zu Recht angesprochen. Ich kann Ihnen nur sagen, setzen Sie das durch in der Regierung und machen Sie das nicht in Zeitungsinterviews. Wir als Parlament und natürlich die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land haben das Recht auf Ergebnisse und nicht nur auf Ankündigungen, meine Damen und Herren. Doch zurück zur Investitionsbremse der Bundesregierung. Seit Jahren wird Deutschland zu Recht für die enormen Exportüberschüsse weltweit kritisiert. Und es wird vor allem und zu Recht von unseren europäischen Nachbarn erwartet, dass wir mehr in unser Land investieren und ordentliche Löhne zahlen. Deutschland hat den größten Niedriglohnsektor Europas und vernichtet damit Arbeitsplätze weltweit. Die Konsequenz ist, dass in den anderen Ländern auch die Löhne immer weiter gesenkt werden. Und eine Lohnspirale nach unten kann doch nicht der Kern sozialdemokratischer Politik sein, meine Damen und Herren. Da muss sich doch etwas ändern. Und wir müssen uns doch fragen, warum es in ganz Europa und in den USA einen Rechtsruck gibt. Gibt es globale Entwicklungen, die diesen Trend befördern? Um diese Frage zu beantworten, empfehle ich den Report über die weltweite Ungleichheit, der unter anderem von dem bekannten Ökonomen Thomas Piketty herausgegeben wurde. In diesem Report wird der weltweite Trend zur ungleichen Verteilung des Reichtums wissenschaftlich belegt. In Deutschland ist der Einkommensanteil des obersten Prozent von 1983 bis 2013 um knapp 40% gewachsen und der Anteil der unteren 90% um 10% gesunken.
Ich finde, linke Parteien müssen sich zusammenschließen, um diese Ungleichheit zu bekämpfen. Dann haben wir endlich eine reale Chance, den Rechtsruck in unserem Land zurückzudrängen. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen.